Die fantastischen Helsing-Brüder sind zurück mit ihren Abenteuern. Ich spiele wie immer nicht allein, sondern habe dabei den Becken L'Orange. Ja, hallo zusammen. Und ich bin der Shadowrunner. Wir hatten letztes Mal viel Spaß, wieder mal mit einem Tower Defense. Sind jetzt wieder in unserem Versteck und natürlich ist die erste Aufgabe, dass wir wieder mal bei den Missionen vorbeischauen. Ja, das finde ich gut, dass du das machst. Mittlerweile weiß ich ja auch, wie es aussieht, nachdem ich da die erste Aufnahme mir anguckt habe, wo die Missionen drin vorkamen. Ja, und dann schauen wir mal in die beendeten Missionen. Die Geschütze Bogovas hatten wir Leute hingeschickt. Bericht. Mission gescheitert. Ein Soldat ist gestorben. Schade. Der Igor Stark hat mal wieder sich nicht durchgesetzt. Ja, und dann haben wir noch die Banden von Bogova. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie wir sehen. Da kriege ich auch einiges. Weil das ist ja das Schöne. Ich sehe ja auch die Belohnung. Ich sehe halt nur nicht, was du da machst. Ja, also es gibt Missionen. Es gab sogar keine Tote und 90.000 Gold. Was ich jetzt auch mal schauen wollte, ich hatte es in der Aufnahme gesehen, und zwar haben wir hier unten die Relikte und unsere Kommandanten haben auch hier einen Ausrüstungsslot. Und vielleicht sollten wir denen dann doch mal was geben. Genau. Wir müssen natürlich mal theoretisch schauen, wem ich da was gebe, weil ich habe jetzt der Thor's Hammer, gibt einen Bonus auf Nahkampfexperte. Ich sehe jetzt allerdings bei den Fähigkeiten, das ist so ein bisschen... Einer hatte aber auch Nahkämpfer. Ich glaube, der Zarewitsch war doch, glaube ich, Nahkämpfer. War doch da unten bei den Eigenschaften, glaube ich. Der war, glaube ich, recht aggressiv. Stimmt. Und ist Nahkämpfer, ja. Ja, ja, aber sollen wir denen das geben oder sollen wir das einem geben, der eigentlich Nahkampf nicht hat? Doch dann die besser noch mehr verstärken, ne? Stimmt schon. Ja, ich würde auch sagen, nehmen wir lieber den, der es kann und machen ihn zum Spezialisten. Anstatt dass wir... Ich meine, du kannst die Relikte ja wahrscheinlich sowieso später hin und her tauschen. Ja, und jetzt haben wir hier eine uralte Uhr, die die Missionsabschlusszeit um 15% erinnert und einen Da Vinci-Code, was einen Bonus auf Fallen gibt. Deswegen gucke ich mal bei den hier der Stahl hat. Ja, Fallen haben wir auch irgendwie und Meister. Und der Stark, der hat Fallen, da werde ich dem das mal geben. Und dann gebe ich dem Dritten einfach mal die Uhr. Und ich habe auch bei Zarewitsch und Stark habe ich wieder ein Level up. Da könnten wir mal noch Fähigkeiten vielleicht einsetzen. Was haben wir hier? Das war Meisterstratege und Spähen hat er schon. Dann könnten wir einen Bogenschütze, passt nicht. Ich gebe immer was auf genialer Verteidiger. Und dann haben wir noch für den Zarewitsch, der hat bisher Ausbilder und Aggression. Dem geben wir dann sogar dann noch mehr auf Nahkampfexperte. Wir können einen weiteren Soldaten noch ausbilden und die Ausrüstung ist schon auf Maximum. So, was haben wir denn an verfügbaren Missionen? Nur eins, Säuberungsaktion. Tunnel zurückerobern, keine Verteidigung, Neugruppierung. Und wir dürfen keinesfalls die Fallen vergessen. Gut, was sagen denn unsere Leute dazu? Sie sagen irgendwie so gar nichts. Der Zarewitsch sagt was. Ich lerne noch immer die Funktionsweisen der Fallen und ich könnte sie im Nahkampf angehen, wenn ich muss. Da der Einzige ist, der überhaupt was sagt, werde ich den einfach mal losschicken. Und da das die einzige Mission war, sind wir dann hier auch schon fertig. Wir haben jetzt noch drei Fragezeichen und ein paar blinkende Sachen. Ja, vielleicht... eine Sache, die ich vielleicht mal erwähnen möchte, weil das geht immer, finde ich, schnell unter. Wir erwähnen ja in diesem Spiel mal ganz viele Sachen und auch gerade im zweiten Teil kam ja vieles neu hinzu. Wenn man das Tagebuch öffnet, das kann man entweder über den Knopf oder über J, ich weiß nicht, ich glaube, das hat man noch nicht gezeigt. Da sieht man einerseits die Questübersicht und auch, was wir in Kapitel 1 schon abgeschlossen haben und unsere aktiven Quest, auch mit einer richtigen Beschreibung nochmal. Ah. Man kriegt aber, was finde ich auch ganz hilfreich ist, man kriegt einiges an Fans, unter Spiel kriegt man Tutorials, man kriegt Infos zur Spielmechanik und zu den Spielmodi, weil wir spielen ja momentan das Levelspiel sozusagen so durch, wenn wir das später durchhaben. Gut, Battle Royale hatten wir schon im ersten Teil nicht gemacht, PvP, die unendliche Geschichte, man kann wieder von vorne anfangen. Und es gibt dann später auch wieder die Szenarien, hatten wir im ersten Teil schon gezeigt, aber auch unter Companion gibt es halt ein paar ganz interessante Infos über einige Charaktere, Texte. Also das ist schon, da haben die sich, finde ich, schon einiges an Arbeit gemacht. Werden wir sicherlich nicht alles zeigen, nur falls ihr euch für das Spiel interessiert und denkt so, oh, das ist ja so viel, eigentlich erklären sie ja wirklich alles recht gut.
Ja, also wenn man da wirklich das Interesse hat, könnte man sich das durchlesen. Ich werde es jetzt allerdings euch nicht vorlesen. Genau. Ich hab das gerade mal durchgeklickt. Wenn ihr wirklich wollt, dann könnt ihr auf Pause drücken und euch den Text durchlesen. Allerdings jetzt alles vorzulesen, würde Ja, ich das jetzt wäre ein nicht machen. bisschen sehr langwierig. Ich denke, wir sollten vielleicht zuerst mit dem Kommandanten sprechen, weil bei dem geben wir noch unsere Aufgabe ab. Wir haben ja die Tunnel verteidigt. Richtig, Dann das machen wir unmenschliche das doch. Regiment. Dann schließen wir das mal ab. Wenn ich richtig klicke. Well, Van Helsing, did you defeat Harker's troops in the tunnels? Was für eine Frage. Also, Ja, ich of meine. course I have. Congratulations. This victory will do wonders for the morale. Yay. Gut, Genau, und es dann gab war mal ein Belohnung. seltenes Artefakt und zwei Fertigkeitenpunkte. Fähigkeiten. Ja, ich schaue auch gerade mal in meine Tasche. Das bringt mir allerdings erstmal so nichts von den Ja, Werten her. aber die Fertigkeitenpunkte bringen auf jeden Fall was. Außerdem, nur um es auch mal zu erwähnen, wir hatten da schon mal außerhalb der Aufnahme drüber gesprochen, diese Mission hier mit Ivan Zarevich und so. Die scheinen wirklich für den Fortschritt im Spiel mehr oder weniger optional zu sein, einfach eine Nebenbeschäftigung, genau wie auch das Tower Defense. Wenn ihr also euch denkt, oh, das eine finde ich total kacke und ich habe keine Lust, ein Spiel zu machen, wo ich sowas machen muss, braucht ihr nicht. Richtig, das ist Mission und Tower Defense ist rein optional. Dann schauen wir mal, was Dr. Hans Dampf in allen Gassen uns zu sagen hat. Genau, den kennen wir noch aus dem ersten Teil. A little birdie told me that you found some moonstones in the wilderness. Does this birdie have a creepy mask on his face? Actually, yes. It was prisoner seven. See, Van Helsing, your friend is always listening, always watching, always interfering. It's suspicious. Katarina, please. Knowledge and secrets are his trade. He told us this much the first time. Yes, we found the moonstones. Why? These moonstones are the crystallized tears of the mythical entity called Kozhai the Deathless. Shattered, of course, but I could make them whole again. Yes. Only if you want it, of course. Of course I want it. Do it, please. Ist das so eine gute Idee? Ja, ich wusste natürlich vorher schon, dass das kristallisierte Tränen sind. Ja. Aber jetzt scheint er erstmal I've got nichts the poison. weiteres uns I've also got the anzubieten. remedy. Nee, und sonst kann man ihm halt das Übliche machen, wie auch schon im ersten Teil, Gegenstände verzaubern, Verzauberungen runternehmen oder halt Essenzen verstärken. Jetzt Richtig. nichts, was ich unbedingt machen muss. Okay, jetzt schauen wir mal hier oben. Hier ist angeblich ein Fragezeichen. Ich sehe allerdings keines. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist die Kristallwerkstatt. Ja, ich denke, da gehen wir doch mal rein. Ja gut, machen wir das. War das vorher schon da? Ich habe es ja gerade zum ersten Mal gesehen. Nee, also ist, glaube ich, vermutlich war das durch irgendeine Aufgabe, die wir angenommen haben und Ist bisher das noch nicht vielleicht gemacht haben. dieses geheime Labor? Hat Ich man das vermute da noch schon, ja. gesetzt? Genau, das dürfte, hoffe ich mal. Ich meine, Kristallwerkstatt, Werkstatt, Labor, hat Why schon would einen they need a gewissen. laboratory in the ink? Maybe they were experimenting with opening doors Okay, to other es blinkt worlds. oben rechts. That's a recipe for disaster. How many lab accidents do mad scientists need to Oh, hier sind recognize that? Gegner. Ah ja, ich komme schon zu dir. Ich habe gerade Until erstmal. another hero comes Chimäre-Veteran ist, glaube ich, neu, oder? Ja. Ja, ich glaube auch. Achso, rechts kann man hier Morgonia. nur so. Okay. Nee, rechts gab es nichts. Hier sind aber allerdings. Habe ich natürlich erstmal die falschen Tasten gedrückt. Ja, das ist ja Oder normal. böse Sachen. Ja. Also zur Not immer ein bisschen in Bewegung bleiben. So, ja, die sind aber hinüber. Ja, eine Sache muss ich aber auch mal Eine erwähnen. Kiste. Ein Ist oh, nichts drin. Gegner. Eine Hirnbrut. Die Ach. sehen so ein bisschen aus wie aus StarCraft 2 entführt. Ja, ich glaube, Hirnbrut hatten wir auch im ersten Teil schon. Ja, aber ich finde, die sehen echt so ein bisschen nach den Zergs aus. Ja, so Ja, ein und auch die bisschen. Brüter. Ja. Wo dann immer kleine rauskamen. Ja. Ja, taktischer Rückzug. Ja, taktischer Rückzug ist manchmal ganz gut in diesem Spiel. Zum einen Sache, das hatte ich glaube ich gerade eben schon angefangen, die mich wirklich bei diesem Spiel manchmal ein bisschen nervt und das ist momentan wirklich eigentlich meine größte Bitte an die Entwickler.
überarbeitet euren Netzcode für den dritten Teil. Der wurde ja auch schon angekündigt. Den wird es geben. Der soll das Ganze wohl abschließen. Ist das eine Anspielung darauf, dass wir immer sehr viele Versuche brauchen, um ein Spiel zu starten? Ja, also auch für diese Aufnahmesitzung haben wir wieder ein bisschen gebraucht. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, jeder das Spiel neu gestartet und du hast mehrfach die Sitzung aufgemacht. Und dann konnte ich auf einmal beitreten, ohne dass wir was verändert haben. Ja. Also es ist halt... Aber... Ja. Das Wichtigste ist, dass es irgendwann klappt und... Genau. Leschenkas. Die sehen allerdings vom Aussehen her ein bisschen aus wie die Eisprinzessin, ne? Ja, nur halt mit anderer Textur. Hast du vollkommen recht. Und jetzt wieder Hirnbrut und Brüter. Ich geh mal versuchen, also, hinten mal die Brüter-Veteranen zu fokussieren, weil da kommen immer neue. Das, genau. Ich schieß auch auf die, nur da davor manchmal halt noch andere sind, aber schieß die natürlich auch. Das ist mir im ersten Teil gar nicht so aufgefallen. Also ich denke jetzt gerade wirklich extrem an StarCraft 2. So, hier ein Fass kaputt machen und eine Schatzkiste. Schade hier, ich habe gedacht, hier können wir irgendwas lustig anklicken. Ja. Allerdings ist es nicht so. Guck mal, hier ist noch irgend so ein Pentagramm gekritzelt unter uns. Ah. Ja. Falls ihr euch aus dem Gedanken macht, mein Rechner ist nicht mehr der neueste, ihr könnt auch den zweiten Van Helsing-Teil auch mit recht alten Kisten spielen. Dann habt ihr vielleicht nicht alle Grafikeffekte, wenn ihr nicht eine Ruckelorgie haben wollt, aber auch das funktioniert auch wunderbar. Das muss man einfach auch mal... Feuerbar. 21.000 finde ich schon erheblich. Ja, aber ich meine, wie viel Gold haben wir gerade bekommen? 90.000 haben wir doch gerade eben auch wieder bekommen durch die Mission. Also ich denke, das ist spätestens der Grund, die Mission zu machen. Weil ich glaube, das ist einfach jetzt für uns, also wenn ich so überlege, wie viel Gold ich habe, ich glaube, das meiste habe ich durch das Abschließen der Mission bekommen, ja, wo ich ja nichts für gemacht habe. Man muss allerdings auch sagen, dass die Missionen auch sehr viel Geld verschluckt haben, weil das Ausrüsten, da habe ich ja dann manchmal einfach mal 100.000 reingesteckt. Oh, Vorsicht. Ja, Chimärenältester. Aber ich fürchte, wir müssen ihn angreifen. Ja. Der mag mich. Ja. Mhm. Oh, und dessen Falle hat 3000 Schaden abgehalten. Jetzt kommt noch was von unten. Ja, 23.000 kostet auch mich gerade die Wiederbelebung. Das wird aber auch immer mehr, je höher man im Level ist. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Gold man gerade hat. Das wäre auch möglich. Oh. Jetzt kostet es mich nur noch 19.000. Ja, es könnte ja mich nur noch 21.000. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie viel Gold man hat. Und irgendwie ruckelt es bei mir gerade. Und die Falle ist allerdings echt böse. Ja. Also ich schieß gerade, muss ich ehrlich sagen, ich schieß gerade ein bisschen blind. Das ruckelt gerade bei mir. Ja, und ich laufe hier nur noch im Kreis. Ja, das ist aber gut. Ich versuche gerade erstmal die kleinen Viecher wegzufetzen. Oh, die kleinen sind jetzt erstmal weg. Ja, jetzt habe ich auch den großen an der Backe. Ja, aber ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie viel Gold man hat, wie viel die Wiederbelebung kostet. Ich habe nur gerade das Gefühl, dass der Große so nicht wirklich Schaden nimmt. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach gerade nur mal sterbe. Ja. 17.000. Ja, ich bin auch schon auf 17.000 runter. So, nach diesem Kampf wollen wir uns nicht die Todesstatistiken angucken. Der hat aber auch extrem viele böse Effekte. Ja. Ich habe ihn erstmal gesucht, weil du mit ihm hier hochgerannt bist. Ja, also wenn ich das nicht mache, dann kann ich mich direkt wieder vom Boden abkratzen. Ah,
Ah, jetzt hat er mich wieder. Schade, er hatte kurz dich, jetzt hat er dich wieder. Ja. Das finde ich gut. Jetzt hat er mich wieder. Ja, wir wechseln uns gerade so ein bisschen ab, wer ihn hat. Aber wir kriegen vermutlich noch innerhalb der nächsten 4 Folgen tot. Ja, so ungefähr. Ja, nicht genug Gut, nicht genug Mana. Eigentlich habe ich gerade so gar nicht. Ja, und ich bin tot. Aber sehen wir es positiv, das Wiederüberleben kostet mich jetzt nur noch 12.000. Ich habe jetzt erstmal wieder gebabbelt, um mir ein bisschen Zeit zu kaufen. Ja, this one was tough. Aber es gibt einen Kristallschlüssel. Hast du den gerade oder? Ja, ich habe den gerade eben aufgenommen. Jetzt will ich hier hinten aber auch mal eben kurz gucken. Konnte man nicht die Karte auch groß machen? Ich hab's... Ah, da. Ja. Mhm. Ich werde erstmal hier die Kiste aufmachen. Oh, oh. Und vorsichtig sein, weil... Ja. Mhm. Erstmal vorsichtig sein. Hättest du mal vorher erwähnen sollen. Ja. Tut mir leid. Du weißt auch, dass du mit mir unterwegs bist. Ich versuche es immer zu verdrängen. Ja. Aber das ist zum Glück jetzt nur kleine Stücke. Allerdings würde ich dann jetzt nach dem Kampf sagen, bevor wir uns da in weitere Kämpfe schleudern, du solltest also nicht nach oben gehen, ist es dann schon wieder Zeit, die erste Mission, erste Folge zu beenden, die heutige. Wir haben eine neue Aufnahmesitzung und ja, eigentlich haben wir nicht viel gemacht, außer einen Gegner zu bekämpfen. Naja, wir haben auch unsere Leute auf Missionen geschickt, wir haben, ja, eigentlich hast du recht, wir haben nicht viel gemacht. Oh, meine Katharina, Level Up. Sehe ich gerade. Ja, meine noch nicht ganz, aber... Daran lag es, dass wir gestorben sind, weil ich Katharina ja, noch nicht du bist schuld. Hatte. Jetzt wissen wir es endlich. Dann schauen wir mal, wie es in der zweiten Folge weitergeht. Genau, bis dann.